Ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen. Gab ja schon das erste Video mit dem Thema Vertrauen, lasse los. Und nun so die Frage, was ist, wenn dieses Vertrauen erschüttert wird? Der Mensch sucht ja im Grunde immer nach seinen Wurzeln. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Ein göttliches Wesen. Ich komme aus dem Göttlichen, gehe in das Göttliche, in das Energetische, in das Universum, wie auch immer man es nennen mag. Und der Mensch ist so durch sein Tun immer auf der Suche nach diesen Wurzeln. Wenn man aber nur sucht, dann findet man es natürlich nicht, denn man muss die Wurzeln, ja, wachsen lassen. Das erfordert Arbeit, Mühe, man muss gießen, düngen, was dafür tun, die Erde vorbereiten und so weiter und so fort, damit die Wurzeln gut wachsen können. Und im Leben ist es genauso, man muss sich mit sich selbst beschäftigen, etwas für sich tun, etwas für die Wurzeln tun. Und dann erlangt man eine, ja, Verbindung mit dem Ganzen. Und die Wurzeln sind dann nicht so wie beim Baum nur in die Erde, sondern die Wurzeln sind dann eigentlich überall im ganzen Leben, im Kosmischen, im Göttlichen, wie man es auch wieder nennen mag. Man verwurzelt sich. Man will wieder so wie eine Verbindung mit dem Göttlichen dort, wo unsere wahren Wurzeln gemäß der Yoga-Philosophie liegen. Und erst wenn man wirkliche Wurzeln hat, hat man auch Vertrauen. Und je mehr diese Wurzeln im Universum sich verankern, festigen, desto mehr hat man dieses sogenannte Urvertrauen. So, die Vertrauen, das Vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen muss, dass das Göttliche mich immer beschützt. Das ist so das Urvertrauen, dass man nicht mehr in der Psyche anfangen muss zu kontrollieren, das Leben nicht mehr nur kontrollieren muss, sondern wie man sagt, so fünf gerade sein lassen kann, also Dinge auch mal gut sein lassen kann, damit das Leben seiner eigenen Dynamik folgen kann. Da wir ja da noch nicht sind, haben wir noch nicht so viel Vertrauen in das Göttliche. Und so suchen wir, irren wir gerne im Außen herum oder sind instabil in gewissen Lebensbereichen. Das ist so wie normal am Anfang. Und je mehr man diese Wurzeln wachsen lässt, desto mehr Vertrauen hat man in das Ganze. In das ganze Leben. Es gibt auch Menschen, denen man vertraut, dem Partner zum Beispiel. Aber worauf vertraut man denn? Auf welcher Basis baut man dieses Vertrauen auf? Kann man mal so drüber nachdenken. Wie tief ist das Vertrauen gegenüber den anderen? Wie sehr würde man, so sagt man, die Hand für denjenigen ins Feuer legen? Oder sind da doch noch kleine Unsicherheiten? Ja, ist schwierig, muss man mal gucken. Und wenn im Inneren das Urvertrauen nicht richtig gefestigt ist, dann kann es immer sein, dass dies im Alltag auch nicht so ist. Was ist dann auch, wenn das Vertrauen erschüttert wird? Wenn man jemandem vertraut, dann wird dieses Vertrauen erschüttert oder missbraucht. Was ist dann?
zum Beispiel in Beziehungen. Man vertraut und dann wird man enttäuscht, vielleicht betrogen und so weiter. Was ist dann? Was macht man dann? Kann man dann dieses Vertrauen wiederherstellen? Oder auch in der Kindheit, vielleicht war der Papa nie da und dann hat man vielleicht so ein Vertrauensproblem mit Männern. Oder mit Frauen geht auch genauso vielleicht. Ich bin kein Psychologe. Und ja, so, also ein Teil ist zum Beispiel nicht da. Und dann hat man oft dann im Leben Misstrauen. Ja, derjenige kann ja auch wieder gehen, diejenige kann auch wieder gehen. Und dann pflanzt sich das die ganze Zeit durch das Leben hindurch. Aber wir bleiben mal bei der Frage, was ist, wenn man, sagen wir mal, dem Partner vertraut? Kann auch der Arbeitskollege sein, zum Beispiel, ist auch möglich. Und dieses Vertrauen wird dann enttäuscht oder missbraucht. Und dann lebt man ja mit diesem Partner, mit dieser Partnerin noch zusammen. Mit dem Arbeitskollegen arbeitet man ja auch vielleicht weiter. Und was macht man dann? Wie kriegt man das wieder auf die Reihe? Kann man es wieder auf die Reihe kriegen, dass man dieses Vertrauen wieder herstellt? Beim Arbeitskollegen bestimmt einfacher, in Beziehungen sehr schwierig. Grundlegend sollte man sich mal die Frage stellen, auf welcher Basis baut man dieses Vertrauen auf oder hat, auf welcher Basis hat man dieses Vertrauen denn? Ist es ein Bild, das man sich macht von gewissen Verhaltensweisen? Ah ja, dem kann ich vertrauen. Oder ist da eine tiefe innere Energie, wo man spürt, diesem Menschen kann ich vertrauen? Wo der ganze Körper weiß, diesem Menschen vertraue ich. Trotz allem kann das Vertrauen enttäuscht werden. Dann hat der Partner zum Beispiel einen enttäuscht. Enttäuschung ist dann wieder ein anderes Wort, was man definieren könnte. Man hat eine, ist einer Täuschung erlegen. Man hat ein Bild gehabt, das Bild war nicht so, ist nicht so. Und dann hat man sich getäuscht. Das hat dann viel mehr mit einem selber zu tun, weil man sich selber so ein falsches Bild gemacht hat. Und nun sieht man die Realität und ist enttäuscht. Und dann ist das Vertrauen in diesen Menschen vielleicht mit Sicherheit gebrochen. Und dann kann man überlegen, was macht man dann? Kriegt man dieses Vertrauen wieder her? Denn das Vertrauen, dieser Missbrauch, der geht ja tief runter in gewissen Dingen. Ja. Wenn ich dem Partner sage, bring mir ein Schokoeis mit und er macht es nicht und ich habe ihm vertraut, dass sie mir ein Schokoeis mitbringt, dann ist es bestimmt kein Problem. Aber wenn man so dann, ich sag mal so, ja, betrogen wird, was manche vielleicht kennen, dann ist es ganz tief in uns drin. Und das kratzt so mit einem Schaber tief an der Substanz. Und was macht man dann? Kann man das wieder beseitigen, dieses Vertrauen? Kann man es wieder aufbauen oder nicht mehr? Diese Enttäuschung, diese tiefgreifende Enttäuschung. Kann man das oder kann man es nicht?
Und wie macht man das denn überhaupt? Wenn man schwer enttäuscht ist, müsste man mal seine eigenen Wurzeln überprüfen, seine eigenen Bilder, die man gemacht hat, vielleicht hinterfragen, ob diese Bilder so richtig waren. Und im Endeffekt sieht man nur durch diesen Vertrauensbruch die Realität, so ist es. Und wenn man getäuscht ist, dann ist das manchmal bei gewissen Dingen so wie ein Schlag ins Gesicht und dann ist man erstmal so verdutzt, was ist da los? Und ist dann vielleicht niedergeschlagen, was da passiert ist. Aber es hat mit einem selber zu tun. Das Vertrauen, ich habe vertraut, aber in was habe ich vertraut? In ein Bild. Und vielleicht nicht in das Gefühl. Und dieses Vertrauen dann wieder aufzubauen, das ist dann, ich weiß nicht, ob es möglich ist oder unmöglich. Schwierig ist es allemal. Also wie, wenn das Herz verletzt ist, in dieser Hinsicht dann vielleicht wie etwas abgestorben. Wie bei einem Herzinfarkt und das kann man dann nicht mehr reparieren. Und diese tiefgreifenden Vertrauensgeschichten kann man schwer nur wieder regenerieren. Man müsste dann im Grunde seine Wurzeln in den Kosmos strecken und den Halt durch diesen Vertrauensbruch dann im Universum suchen, im Kosmos, in der Erde, im Himmel, überall und nicht im Materiellen oder mit anderen Menschen, sondern erstmal in sich selber. Sich selber vertrauen. Und dann kann es passieren, dass es regeneriert, was sehr schwierig ist, oder dass etwas dann geklärt ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so leben wir oft eben in gewissen Bildern, Vertrauen in die Lebensversicherung, Vertrauen dem Arzt, Vertrauen dem und dem. Doch auf welcher Grundlage? Das muss man sich selber stellen. Oft ist es so, meist ist es so, dass man vertraut, aber gar nicht aus dem Herzen heraus. Denn dazu ist es wichtig, dass man sich selber vertraut, dem Kosmos vertraut. Und der Rest, der kommt dann schon so fast von alleine. Dann muss man nicht mehr fragen, kann man diesem jenem Menschen vertrauen, sondern man vertraut oder vertraut nicht. Und dazwischen gibt es nichts. Entweder man vertraut in etwas oder eben nicht. Es gibt kein halbes Vertrauen, sondern nur ganz oder gar nicht. Ja, so ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen. Dankeschön fürs Zuhören.